Giola, Assere, Giola, mi gente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, ihr könnt es im Titel lesen, mal wieder unterwegs mit meinen Abonnenten. Diesmal mit Hoffenheim-Abonnent und Augsburg-Abonnent. Und ja, der Hoffenheim-Abonnent hat auf jeden Fall richtig, richtig auseinandergenommen. Was da abging, das seht ihr jetzt. Okay, mi gente, wir sind angekommen. Noch nicht ganz beim ersten Spiel, denn es spielt gerade noch eine andere Mannschaft. Und ja, auf jeden Fall gibt es jetzt das Abonnenten-Battle. VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich habe mir schon länger versprochen, dass ich mal ein Spiel von ihm schaue oder eine Fußball-Challenge mache. Jetzt hat es endlich geklappt und Umut, glaube ich, normalerweise hatte die Nummer 17 oder Nummer 7. Ich spicke. Ja, er hat auch diesmal Nummer 17. Und es geht hier noch 36 Sekunden und da fängt es an. Ich würde sagen, Juanito, Abonnentenspieltag. Let's go. So, Wechsel. Jetzt ist Umut am Start. Nummer 17. Und so, Umut, schon gemacht. Einfach nicht verletzen, du. Einfach nicht verletzen. In der Halle geht's sehr, sehr schnell. Schön gemacht von Umut. Schöner Pass. Schöner Pass von Umut. Nice Assist. So, und da geht's auch wieder raus. Und der nächste Block kommt rein. So, also wir fassen zusammen, der erste Assist von unserem Abonnenten Umut und sehr schön gemacht von der Nummer 10. Sehr, sehr schön gemacht. Wieder Blockwechsel, Umut wieder am Ball. Schön gemacht. Boy. Schöner Pass. Wow, was ein Spielzug. Schön. Ja, die Hoffenheimer sind echt stark. Ich sag das nicht nur, weil mein Abonnent am Start ist, sondern die spielen echt richtig, richtig gut. Okay, aktueller Spielstand 5:0. Bis jetzt noch kein Tor von Umut. Schön. Stark gemacht. Jungs. Schön. Und da das erste Tor. Er zeigt natürlich zu uns, zu der Kuba Crew, weil er hat für uns das Tor geschossen, Leute. 7:1 für Hoffenheimer. Hinter alle Hops. Bam. So geht das. Nice gemacht. Das ist der Umut. So, Mente, das letzte Spiel heute für unseren Abonnenten von Hoffenheim, Umut gegen Tottenham. So, jetzt vielleicht der Pass auf Umut. Schön, jetzt Ziapudi. Oh! Und da das Tor. Schön gespielt. Und wieder ein Assist von der Nummer 10. Stark gemacht. Schön gemacht. So, das war's auch. Die Mannschaft von Umut gewinnt das Spiel gegen Tottenham souverän. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Bis später. Novemo ist treuer Abonnent. Alles klar? Jo. Unterschrift, okay. Das passt auf meine Handyhülle nicht. Ja. Danke dir. Ich bin angekommen mit Umut, Bro. Alles klar bei dir? Ja, bei dir. Gut, Bro, gestern mega, mega lange Fahrt gehabt. Aber 5 Stunden oder so bin ich gefahren. Wie lange bist du gefahren? 7 Stunden. Ja. Was sagst du zum ersten Tag?
Ja, war gut. Auch Risiko. Hat sich gut. Okay. Morgen auf jeden Fall nochmal Gas geben. Ja. Und ansonsten, was sagst du zum Turnier? Ich nehme mal was Spezielles so gegen Dortmund und andere große Mannschaften wie Tottenham zu spielen, oder? Schon was Gutes. Macht auch voll Spaß und so. Auch mehr hektisch so. Alles gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen nochmal. Mit Gas. Nett, oder was? Ja, Mann. Was geht ab? Ja, was geht ab? Passt. Frische Haare, Digga. Danke, Mann. Habt ihr gewonnen? Zwei Spiele verloren. Zwei Spiele verloren. Gegen Hannover und gegen Düsseldorf. Abonnent? Ja, seit fast 4 Jahren. Was war das letzte Video? Was war das letzte Video? warte, ich weiß. Das mit. Ja. Ach, warte. Was war's? Warte. Ich hab lange mit Freundin, kein Video. Mit Freundin hast du eins auf Strand gemacht. Okay, Mente, nächster Abonnent, nächste Station, und zwar Augsburg. Davide trägt die Captain-Binde, Nummer 6, auch ein Abonnent von mir, hat mir sehr oft geschrieben, deshalb werde ich auch heute von ihm und seinem Team aufnehmen. Davide, wie gesagt, eher ein ruhiger Mittelfeldspieler, ja? Ball prallen lassen, der Denker und Lenker. Schön gemacht. Schön da verteilt. Schöner Pass. Und da ist es. Assist von Davide. Stark gemacht. Und die Nummer 8 von Augsburg vollendet. Das war eben genau das, was ich angesprochen habe. Das kann Davide sehr, sehr gut. Nice one. Das sehen wir gerne. Da ist er wieder am Ball. Schön geht da vorbei. Aber eigentlich meiner Meinung nach, oh, kämpft da stark. Kämpft da wie ein Löwe am Boden. Schön gemacht von Davide. So, Magdeburg gegen Augsburg. Gastgeber gegen unseren Abonnenten Davide. Schöner Schuss. Und Leute, ich habe es euch ja gesagt, die Stimmung hier ist unnormal, weil das ist der Gastgeber. Da geht's ab, Leute. Okay, Mente, ich bin jetzt mit meinem nächsten Abonnenten, und zwar dem Davide vom FC Augsburg. Bruder, alles fresh bei dir? Ja, passt. Ja? Ja. Was sagst du zu den ersten Spielen? Bist du zufrieden? Ja, bin schon zufrieden. Haben wir gut gespielt, sind weitergekommen. Jetzt haben wir noch zwei krasse Spiele, die müssen wir gewinnen, dann sind wir weiter, aber schon zufrieden. Okay, nice. Umut ist noch neben dran, was gedacht. Ja, kennt man sich auch untereinander? So, ja, Umut, man kennt sich schon untereinander. Ja, schon immer. Von den Lehrgängen und alles, auch auf Insta, Live-Videos und alles. Okay, und seit wann guckst du meine Videos? Seit dem Night Cup, wo du damals aufgenommen hast. Ja, okay. Genau. Korrekt. Was feierst du am meisten so? Ich feiere deine FIFA-Videos so und die Challenges unter den Jugendspielern und alles. Okay. Und die Unboxing-Videos, wo du Sachen bekommst und alles. Okay, also Adidas oder Nike, ihr wisst Bescheid, müsst ihr wieder Sachen schicken. Und ja, was denkst du? Wie schätzt du eure Chancen ein? Also ich schätze es gut ein, ja. Wir sind schon eine gute Mannschaft. Also wenn wir so weitermachen und Tore machen, können wir gewinnen, ja. Ich drücke auf jeden Fall dir und Umut die Daumen. Ja. Und ja, gib Gas, Bro. Okay, danke, Bro. So, Miente, erneut hier angekommen in der Arena und jetzt das erste Halbfinale. Ja, Hoffenheim gegen Hannover und mit dabei unser Abonnent, der Umut. Und Leute, ich fieber richtig mit. Bro, mach uns stolz, Umut. Und auf geht's, erste Halbfinale. Hoffenheim gegen Hannover. Schön. Ah. Schön, Umut. Tschüss. Hey, Schiri. Oh, tschüss. Jawohl, du. Come on, let's go. Umut da am Boden kämpft und verdient. Schöner Ball. Oh, was eine Annahme. Ui, ui.
Nein, 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 nein. Ah, da ist der Ausgleich. Schöner Schuss und das ist das Tor, come on! Jungs, ihr macht mich wahnsinnig hier. Nein, warum so ein Fehler? Oh, nein, das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Okay, ich glaube, das wird in die Verlängerung gehen. So, Mädchen, jetzt geht's, glaube ich, ins Elfmeterschießen. Okay, Hannover, Spieler wird anlaufen und er trifft. Das ist mental gut für Hannover, eher schlecht für uns, aber hoffen einfach. Locker, easy, locker. Schaffst du. Klasse! Stark, Bro! Nervig, stark, Umut. Komm, Mann, den hältst du. Jawohl! Jawohl! Dann gibt's die Freudeschreie nicht nur von mir, sondern auch von den Hoffenheimer. So, jetzt heißt es einfach nur Nerven. Nervenstark sein. Bitte komm, mach sie rein. Jawohl! Und der Hoffenheim! Damit ins Finale! Ins Finale! Sag, sag! So, Matt, auf jeden Fall Hoffenheim, der erste Finalist. Mal gucken, gegen wen Hoffenheim spielen wird. Freut mich auf jeden Fall mega für den Mund. Da kommt er auch. So, Miente, wir sind letztes Mal nochmal angekommen hier in der Arena beim Bubble Cup. Leute, auf jeden Fall jetzt Hoffenheim gegen Greuther Fürth. So lautet das Finale. Und Leute, ich drücke sowas und fiebe sowas für mit für den Umut und die TSG Hoffenheim. Bitte, Bruder, du schaffst das. Das wäre so heftig, wenn du gewinnen würdest. Hoffenheim gegen Greuther Fürth. Wir sind live dabei. Let's go. So, die Wimpel werden getauscht. Umut nicht von Anfang an mit dabei. Umut, unser Block. Hier. So, Finale. Und wir sind live mit dabei. Hoffenheim gegen Greuther Fürth. Umut aktuell noch auf der Bank. Hoffen wir, dass er gleich reinkommt. So, Leute, die Hoffenheimer machen Druck. Schön abgelegt. Boah, schöner Schuss! Und noch heftiger die Parade. Eckball Hoffenheim. Jetzt vielleicht das Tor. Das ist das Tor für die Hoffenheimer. Die Nummer 6. Klasse. Und da gibt es den Blockwechsel. Umut kommt jetzt auch rein. Schön, mach sie. Jawohl! Jawohl! Ganz stark, Umut, 2-0 Hoffenheim, das sind unsere Abonnente, Leute, wisst Bescheid. Klasse, Umut. So, noch ein bisschen mehr als 6 Minuten hier zu spielen. Momentan schaut es sehr gut aus. Und da das 3-0. Zweites Tor von der Nummer 6. Zack. Oh, das ist das 4-0. Oh. Und da ist sein Hattrick. Nice. 4-0 Hoffenheim und da ist nochmal Umut. Oh. Schön. Oh. Oh, ja, 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 ja. Nimmt da die komplette vierte Hops. Nimmt da einfach mal die komplette vierte Hops. So gefällt uns das. Ja, Hoffenheim ist einfach besser. Ich muss aber ehrlich sagen, die Vierter sind eigentlich nicht schlecht. Nur Hoffenheim macht das halt sehr, sehr stark. Oh, was ein Tor! Boom! Oh ja, ja, und da das nächste Tor! Sein zweites Tor! Locker easy. Heute 6-0. 6-0 im Finale.
Und das nächste Tor. 7:0. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Boah. Stark. Und Hoffenheim gewinnt. Hoffenheim gewinnt. Was, Junge? Klasse. Machst du das? Basiert. Kommt das ins Video? Klar, Bruder. Wie bist du dich? Wie bist du dich? Alles gut? Klasse, Mann. Hattrick. Nice one, nice one. Klasse, warte, warte, go, 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 go! Klasse, Bruder! Ja, da fragt er, kommt das im Video? Ganz klar kommt das im Video! 8:0, Leute! 8:0 im Finale! Ah, ja. Ey, 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 ja! Nice, Jungs! Grande! Gratuliere! Sehen uns, Gabriel! Bro, mach's gut! Hau rein! Ciao. Mach's gut! Gratuliere! Gratuliere! Glückwunsch! Glückwunsch! So, Mente, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wie ihr uns schwer hören könnt, bin ich im Auto. Hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht, mal wieder die Abonnenten zu verfolgen. Und Glückwunsch an Umut und die ganzen Hoffenheimer. Echt richtig, richtig stark gespielt. Und ja, der eine hatte noch gefragt, die Nummer 6. Grüße gehen nochmal an dich raus, der den Hattrick gemacht hat. Kommt es auf YouTube? Auf jeden Fall, Digga. Ihr habt rasiert. 8:0. Krasse Leistung. Und da hat mich auch gefreut, euch mal wieder zu treffen. Und hat mir Spaß gemacht, mit euch Fotos zu machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Kommentiert mir gerne und schreibt mir auf Instagram, wo ich als nächstes ein Spiel schauen kommen soll. Also schreibt mir per Instagram, wo ihr euer Spiel habt. Und dann vielleicht komme ich mal von euch ein Spiel gucken. Ihr wisst Bescheid, schreibt mir auf Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.